Willkommen zum Wochenrückblick bei CCM TV, BKF, Ihrem Burgenland-Sender. Ja, heute sind wir zu zweit und zwar wollen wir den letzten Rückblick der Woche einmal gemeinsam machen. Die neue Bundesregierung wurde angelobt. Dabei kommt ein Bundesminister aus dem Burgenland, nämlich Ingenieur Norbert Hofer, wird Bundesminister für Infrastruktur, Verkehr und Innovation. Subway Eisenstadt lud die Behinderten des ÖZIF zu einem Subway Brunch ein. Herr Benetka von Subway Eisenstadt lud die Mitglieder des ÖZIF Burgenland zu einem kompletten und kostenlosen Subway-Menü ein. Diese Einladung wurde von zahlreichen ÖZIF-Mitgliedern gerne angenommen. Es war wieder eine Gelegenheit, sich zu treffen und sich in angenehmer Atmosphäre zu unterhalten. Gleichzeitig konnten die verschiedenen Subway-Sandwiches probiert werden. Diese kann man selbst mit verschiedenen Sorten Fleisch oder vegetarisch und vielen Beilagen kombinieren. Ein großes Dankeschön an Herrn Benetka und Subway Eisenstadt. Sehr gut. Super. Lecker, lecker. Sehr empfehlenswert. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Die SPÖ Burgenland zog deshalb eine Bilanz über das Jahr 2017. Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender Hans Nissl zeigt sich angesichts des zu Ende gehenden Jahres erfreut über die Bilanz. 2017 ist und war für das Burgenland in vielen Bereichen wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Das Burgenland von heute ist mit jenem Land vor 20 oder 30 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Wir sind heute ein junges, modernes, soziales und innovatives Bundesland, welches sich nach Jahrzehnten endlich auf Augenhöhe mit den anderen Bundesländern bewegen kann. So Nissl. Gesundheits- und Soziallandesrat Norbert Darabusch, interimistischer Geschäftsführer der Krages Ingenieur Magister Karl Helm sowie Primar Dr. Herbert Tillhof erklärten im Rahmen einer Pressekonferenz, was es Neues im Krankenhaus Oberpullendorf gibt. Das Krankenhaus Oberpullendorf hat für die medizinische Versorgung innerhalb des Bezirkes, aber auch für das Land Burgenland insgesamt gesehen einen sehr hohen Stellenwert. 2016 wurden hier fast 14.000 Patienten stationär und fast 21.500 Patienten ambulant betreut. Mit einem Jahresbudget von knapp 30 Millionen Euro pro Jahr ist es aber auch ein Garant für Investitionen in der Region. Heuer wurden bereits 1,5 Millionen Euro in insgesamt drei große Projekte investiert. Investiert wurde dabei in die Neuorganisation der Augenambulanz, einen Zubau für die ambulante Erstversorgung und in ein Kinderwunschzentrum. Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz veranstaltete in seinem Büro eine Benefizveranstaltung für unbeschwerte Weihnachten für Burgenländer in Not. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Sozialverein Burgenländer in Not zugute. Zu einer Benefizveranstaltung zugunsten von Burgenländer in Not hatte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz in seine Amtsräume geladen. An die 100 Gäste waren der Einladung gefolgt. Neben einer Geldspende und dem Kauf von Tombola-Losen hatten sie die Möglichkeit, von burgenländischen Künstlern gespendete Bilder zu ersteigern. Der Erlös kommt zur Gänze dem Sozialverein Burgenländer in Not zugute. Angie umrahmte die Veranstaltung im weihnachtlichen Ambiente musikalisch. Bei einer Pressekonferenz in der Wirtschaftskammer von Landesrätin Verena Dunst und Wirtschaftskammer-Experten für Wein und Getreide ziehen Bilanz über den Stellenwert der heimischen Produkte für den heimischen und ausländischen Markt. Das Burgenland ist bekannt für die gute Qualität seiner Lebensmittel. Agrar- und Weinhandel decken den Tisch nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland. Besonders beliebt ist das heimische Getreide, ebenso wie der Wein- und Ölsorten. Das Burgenland exportierte im Jahr 2016 Waren im Wert von fast 2 Milliarden Euro. 17,5% davon entfallen auf den Außenhandel mit Agrarprodukten. Das ist ein überdurchschnittlicher Wert, denn der Anteil der Agrarprodukte im Export beträgt im österreichischen Durchschnitt nur ca. 7,9%. Nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Bis dahin werden wir weiter Weihnachtsmärkte präsentieren. Wie? Der feine Christkindlmarkt in Oberwart. Ein kleiner, aber feiner Christkindlmarkt befindet sich in Oberwart. Verschiedenes Kunsthandwerk sowie Speis und Trank ist hier zu bekommen. Kulinarische Spezialitäten und traditionelles Handwerk stehen hier im Vordergrund. Natürlich gehört auch ein Rahmenprogramm dazu und so dürfen sich die Besucher an Musikstücken,
Krippenspielen oder Konzerten erfreuen. Ein Christkindl geht auch durch den Markt und schenkt den Kindern Süßigkeiten. Der Christkindlmarkt ist vom 13. bis 17. Dezember von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Man kann auch eine Runde mit dem Bummelzug fahren. Sowie der Hüttenzauber in Siegendorf, organisiert vom Ferdinandusorden. Viele Siegendorfer Vereine, darunter der Ferdinandusorden und der Fotoclub, nahmen am Hüttenzauber in Siegendorf teil. Sie kümmerten sich um das leibliche Wohl der vielen Besucher. Der Ferdinandusorden verwendet das eingenommene Geld für wohltätige Zwecke. Höhepunkte war aber die lebende Krippe mit Maria, Josef und Jesus. Auch einige Tiere waren bei der Krippe dabei. Zwei Esel mit Kutsche und zwei Schafe standen neben der Krippe. Vor allem die Kinder hatten ihre Freude an den Tieren. Da hält man noch mehr. Und das Christbaumdorf in Bad Sauerbrunn. Der Besuch des Christbaumdorfes in Bad Sauerbrunn ist die ideale Gelegenheit, um den Zauber des Kurparks zu genießen, sich auf Weihnachten einzustimmen und den hektischen Weihnachtstrubel hinter sich zu lassen. Der in der Mitte des Ortes gelegene Kurpark bildet das Zentrum des Christbaumdorfs. Besucher finden hier vielfältige Geschenkartikel und Kunsthandwerk sowie regionale Schmankerln und Weihnachtsgetränke. Ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene lädt zum Verweilen ein. Die festliche Beleuchtung, die durch den Kurpark gingende Weihnachtsmusik und unzählige fantasievoll und traditionell geschmückte Christbäume verführen zu Ruhe und Besinnlichkeit. Lassen Sie sich auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen und genießen Sie den Advent im Christbaumdorf. Ja, und wieder einmal hat der Sport das Wort. Und zwar die Großen machen bereits Weihnachtsferien, aber daher sind die Kleinen noch immer sehr aktiv. Wir waren zuletzt beim Unter-13-Turnier in Neusiedl am See. Gemeinsam mit der Akademie Burgenland, dem SVM und UFC St. Georg-Eisenstadt ist der SC Neusiedl am See 1919 eine der Hochburgen des heimischen Fußball-Nachwuchsgeschehens. Zumindest in Sachen Hallenfußball. Der SCN bietet nun den Nachwuchs vor den Vorhang. Gespielt von dieser Megaturnierserie wird also eine Woche vor Weihnachten das Unter-13-Turnier in der Sporthalle Neusiedl am See. 8 Teams sind da im Einsatz. Der FC Mönchhof, SC Wieder Neustadt, der SC Berchtoldsdorf, dann Eisenstadt St. Georgen, OMV Gänserndorf, der SV Post, FK Hainburg und natürlich der SC Neusiedl am See. Unter den gut und gern 100 fußballspielenden 13-Jährigen sind auch einige Mädchen. Und ihr Verhältnis zu den männlichen Mannschaftskollegen? Das Niveau bei den 13-Jährigen ist relativ hoch. Und es gibt auch tolle Spiele und tolle Tore. Und eine sehr große Fairness. Nicht zuletzt haben daher auch die Unparteiischen sozusagen leichtes Spiel. Okay.
Der UFC St. Georgen in den dunklen Hosen zeigt sich von seiner besten Seite in toller Verfassung, vor allem technisch hervorragend. Und die Schulter von Nummer 9 schießt Tore wie am Fließband. Und diese Nummer 9, der Schüdeldorfer, trägt einen ganz berühmten Namen, nämlich Marze. Timo Marze, er ist der Sohn von Hannes Marze. Einst ein Goldgetter in Burgenland, jetzt sein Trainer. Und am Ende dieser Vorrundenpartie gegen Heimburg heißt es 5:2 für St. Georgen. Nach einem 2:2 Remis der Mönchhofer gegen Heimburg muss hier die Entscheidung im 7 Meter fallen. Durch dieses 5:4 im 7-Meter-Schießen in den Kreuzspielen erreicht Mönchhof noch immerhin Platz Nummer 7. Und hier ist die Freude natürlich sehr groß. 5:4 im 7-Meter-Schießen an den FC Mönchhof. Der UFC St. Georgen Eisenstadt wird immerhin Sechster, der SC Neusiedl am See aber muss sich hier im Spiel gegen die Post um Platz 3 behaupten. Ja, und hier Marc Dick mit dem 2:0 für die Seestädter. Der Marc Dick stellt auf 2:0 im Spiel und den Platz 3 für NSC 1919. Ja, Nico Fraß zum ersten und Nico Fraß zum dritten. Es ist damit Platz Nummer 3 erreicht durch dieses 3:2 über Post SV. Das zwar ohne Burgenländer, aber immerhin mit Spannung erwartete Endspiel zwischen dem SC Wiener Neustadt und Gänzerndorf wird zu einem Krimi. Aber hier das 1:0 durch die Nummer 6. Es ist Erhard Alili. Endstand 3:0 für Gänzerndorf über Wiener Neustadt und damit ist Gänzerndorf der Sieger dieses U13-Turnieres in der Halle in Neusiedl am See. Jetzt machen wir weiter mit den Kurznachrichten. Die ÖBB erwarten rund um Weihnachten und Silvester viele zusätzliche Fahrgäste und sind entsprechend darauf vorbereitet. Von Donnerstag, 21. Dezember bis Montag, 8. Jänner werden den Fahrgästen zusätzlich zum regulären Angebot rund 20.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung gestellt. Jeder Bezirk braucht eine Akutordination. Gerade in den Bezirken Mattersburg und Jennersdorf, wo es keine Spitäler gibt, ist die Einrichtung einer besonderen Form der Akutordination für die Erstversorgung enorm wichtig, betont Klubobmann Christian Sagatz die Dringlichkeit dieser Forderung. Grünes Licht für die S7 Fürstenfelder Schnellstraße. Nach den jüngsten positiven Entscheidungen der Höchstgerichte zur Wasserrecht und UVP stehen die Ampeln für die S7 jetzt auf grün. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und zum Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Kurz vor Weihnachten veranstaltet die Stadtkapelle Mattersburg am Weihnachtsmarkt in Mattersburg das traditionelle Punschtrinken. Kleinigkeiten zum Essen gibt es auch. Das Sunny Silvester findet vom 27. bis 31. Dezember in der Therme Lotzmannsburg statt. Ein exklusives Silvesterdinner im Schloss Esterhase findet am 31.12.2017 ab 20 Uhr statt. Preis pro Person 129 Euro. Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite. Das war es wieder für dieses Jahr. Das Team von CCMTV BKF wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Ja, und natürlich ein frohes, glückliches und ein gesundes Jahr 2018. Bleiben Sie dem Sport treu und wenn Sie Sportler sind, verletzen Sie sich nicht. Wir wollen Sie gesund wiedersehen.